So Leute, dieses Video muss ich kurz einschieben. Super, super cooles Produkt. Ich liebe es. Ich habe das andere Einsteigerprodukt euch auch schon gezeigt, von damals, von 2020. Ich fand es großartig, ich finde es immer noch großartig. Kriegt ihr für wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Euro. Hammerprodukt. Ihr müsst aufpassen, dasselbe Produkt gibt es nochmal in Blau von Amazon. Das kostet, glaube ich, mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hat dieselben Karten drin. Die einzigen Unterschiede ist, dass die Karte hier vorne, die Front hier vorne blau ist. Und die Vollkarte, die drin ist, sind schlechter. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was Wizards hiermit erzeugen wollte, dass sie das Ding nochmal in blau gemacht haben und so weiter. Aber, ja, egal. Ignorieren wir das. Gucken wir uns mal an. Wir haben ein schwarz-grünes Deck und ein rot-blaues Deck. Was cool ist, zugegebenermaßen. Und, ja. Gucken wir uns das Produkt mal an. Hier oben mal aufreißen an der Reißlinie. Na, komm. Ich beschwere mich ja immer wieder, dass es zu wenige Einsteigerprodukte gibt. Und das hier ist ein Einsteigerprodukt, was super, super, super cool ist. Ich mag das einfach, weil es ein Einsteigerprodukt ist. Und wir haben viel zu wenige Einsteigerprodukte. Wir haben viel zu viele Commander-Produkte. Ja, schlag mich nicht dafür, doofen Commander-Spiel. Ja, schlag mich nicht dafür, Commander-Spieler. Ich weiß das, dass ihr das total toll findet. Als jemand, der Anfänger, ganz vielen Anfängern was beibringen möchte und zeigen möchte, ist das doof. Ja, was haben wir hier? Wir haben bereit, das Spiel zu lernen. Teile den Code mit den Freunden, die können ihn ebenfalls verwenden. Oh, ihr könnt ebenfalls den Code verwenden. Okay, vergiss nicht, den Code einzulösen. Also, da wird wahrscheinlich gleich ein Code sein. Da ich keine Freunde habe, die Magic Arena spielen, könnt ihr den Code gerne haben. Der zuerst den eingibt, bekommt den. Hier ist schon mal ein Nachteil, das sind die kleinen Boxen. Ich weiß nicht, warum Wizards weiterhin die kleinen Boxen produziert. Die haben doch jetzt große 60er Boxen, wo gesleevte Karten reinpassen. Warum der Quatsch? Warum diese kleinen Teile? Mann, Mist. Ja, dann haben wir hier FAQ, Spielaktionen, wie spielt man das Spiel, was ist das Deck, ein kleiner Einsteigerguide, häufig gestellte Fragen und Sachen, die hier drin vorkommen. Schutz? Okay, krass, Schutz kommt drin vor. Ja, und dann haben wir die beiden Decks. Das Interessanteste wahrscheinlich für die meisten Leute. Natürlich das Interessanteste. Fällt alles auseinander. So, als allererstes für euch der Gedankenschinder und das Schlammwesen sind die Karten, die Foil auf Amazon sind. Ich bevorzuge den Drachengarde Elite, der, glaube ich, die Bayer Box war, was ich ziemlich traurig mittlerweile finde. Und den Zyklon Beschwörer. Ich finde die beiden sehr, sehr, sehr viel cooler in Foil als die beiden. Aber naja, lassen wir das. Wie immer bei den Produkten, ich gehe ein bisschen auf die Rares ein, ich gehe ein bisschen auf das Deck ein, aber ich gehe jetzt nicht auf jede Karte einzeln ein, dafür gibt es zu viele Karten. Wir haben den Drachengard Elite 202-2 mit Magiefertigkeit. Das heißt, immer wenn wir eine Instant oder Sorcery spielen, kriegt er eine +1/+1 Marke. Und für 6 Mana verdoppeln wir die Marken auf ihn. Das ist für das grüne Deck. Und für das blau-rote Deck Zyklonbeschwörer 7 Mana 7-7. Wenn er ins Spielfeld kommt, falls du ihn von der Hand gewirkt hast, bringe alle bleibenden Karten außer Riesen, Zauberern und Ländern auf die Hand zurück. Ja, auch sehr, sehr, sehr cool. Das sind die beiden Bossmonster. Dann habt ihr hier den Code. Wie gesagt, einer könnt ihr noch eingeben, wenn ihr ihn lesen könnt. Und dann gucken wir uns erstmal das blau-rote Deck an. Na, gucken wir mal. Ja, da. Ich hab's offen. Ja, ich hab's offen. Geschafft. Und ja, wir haben auf der einen Seite Gedankenschinder. Sogar hier schon aus Adventure of Forgotten Realms. Richtig cool. 5 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, übernehmen die Kontrolle über eine Kreatur, bis der das Spiel verlässt. Sehr, sehr cool. Ani Hornbraue, weil er hier vorne ein Horn hat. 3 Mana 3-3, Eile mit Prahlen. Das heißt, wenn er angreift, könnt ihr 1 Mana bezahlen und könnt eine Kreatur mit Stärke 1 plus der höchsten Stärke einer anderen Kreatur werden lassen. Nicht schlecht. Dann haben wir einen Unheilbringer. 4 Mana 3-4, immer wenn eine Riesenquelle, die ihr kontrolliert, bleibenden Schaden zufügt oder einem Spieler Schaden zufügt, dann fügt er stattdessen dem Spieler oder der Karte doppelt so viel Schaden zu. Krass. 4 Mana 3-4, das ist stark. Erzmagistus Magus Emeritus. 4 Mana 2-2 mit Magecraft. Wir dürfen eine Karte ziehen. Krass. Dann war es das schon mit Rares. Wir haben hier so Frostrixer, ist ganz cool, weil er einfach Kreaturen enttappen lässt. 4 Stück, krass. Strudelläuferin, warum auch immer die jetzt da vorne ist. Feldforscher mit Bonus, sehr, sehr cool. Kriegen wir auch coole noch Instant or Sorceries, diese wären halt wichtig. Laura, Kavalisten,
Genau, hier. Amoklaufen, 4 Amoklaufen, krass. Roter Drache, okay. Über Ding ist nicht schlecht. Sie entfalten im Wildnis. Sehr, 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 sehr cool, dass die 4-mal hier drin sind. Die ist so wichtig für ein Multicolor-Deck. Und beim ersten Mal war es ja ein grünes und ein schwarzes Deck, was dafür gesorgt hat, dass man eben grün und schwarz spielen konnte. Aber nicht unbedingt die beiden gut kombinieren konnte. Hier ist es jetzt so, man hat eben zweifarbige Decks, ein grün-schwarzes, was man bestimmt prima ausbauen kann, wenn man das andere auch noch hat, was ich auch noch rumliegen habe. Oder eben das blau-rote. Und ich bin gespannt, wenn man die gegeneinander spielt, wie die sich so tun. So, dann gucken wir uns das mal an. Wir haben hier nochmal diese komische Karte. Dann haben wir den Orreef-Schlammwesen. 302-2. Wenn der ins Spiel kommt, lege eine +1/+1-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Immer wenn er angreift, lege eine +1/+1-Marke auf jede Kreatur, die angreift und eine +1/+1-Marke hat. Zum Beispiel unser Drachenelite und ihn. Felspanzer Ball auf Alter. 7 Mana 6-6, Bonus 3. Kann nicht neutralisiert werden. Fluchsicher Eile. Wenn der Bonus bezahlt wird, kriegt er 4+1/+1-Marke. What? Aber dann ist das ein 10 Mana 10-10. Da kann nicht neutralisiert werden. Eile, fluchsicher. Das ist ein Bossmonster. Hack, Beil, Schnitter. Geil. 5 Mana 5-3, Engel, Berserker, Fliegen, Trampel. Ihr zahlt 3 Lebenspunkte und bringt ihr das im Friedhof zurück auf die Hand. Könnt ihr nur machen, wenn ihr mit einem Engel oder einem Berserker ins Spiel kommt. Nicht schlecht. Asmodeus, der Erzunhold. 6 Mana 6-6. Falls ihr eine Karte ziehen würdet, schickt stattdessen die oberste Karte aus Dex ins Exil. 3 Mana, ziehe 7 Karten. Für 1 Mana könnt ihr alle Karten, die mit ihm ins Exil geschickt wurden, auf die Hand nehmen. Verliert dementsprechend 4 Lebenspunkte. Sehr, sehr coole Karte. Ähnlich wie Grisselbrand. Teufel Gott. Ach, Asmodeus. Super. Dann Vampirblut, Gespenster der Sümpfe, mehr Vampirblut. Der ist cool, der ist ein cooler Berserker. Spontanzauber kriegt. Unser Sterberkeiten +1/+1-Marke, das klingt stark. Der schwarze Drache statt dem roten Drachen. Oh mein Gott, es sind Squirrel Coordinaten. Wenn du 8 oder mehr Länder hast, sind die 4-4. Super süß. Ja, Überlebende. Ist auch ein Berserker, ist ein Krieger. Krieger? Berserker? Ich wollte doch Berserker. Macht des Murasa zum Plus geben. +5/+5, wenn der gekehrt wurde. Krass. Torwürdiger Biss zum Fighten. Und auch hier wahrscheinlich 4 sichert Wald in der Wildnis und eine Menge Länder. Ja, sehr, sehr cool. Ich mag dieses Produkt. Ich finde dieses Produkt ultra, ultra stark. Und gerade für Anfänger, das ist das einzige Produkt, was man Anfängern wirklich geben kann. Außer das Arena Starter Kit 1, das ist ja Arena Starter Kit 2. Und ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich finde es toll, dass sie mir wieder das rausgebracht haben. Und ich hoffe, das wird eine Tradition. Ich hoffe, die kommen auch ein bisschen häufiger. Jetzt nicht so häufig wie Commander Decks, weil dann wäre es doch ein bisschen viel. Und ja, egal. Ihr wisst Bescheid. Ich mag das Produkt. Und vielleicht guckt ihr das euch auch schon mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sate. Ciao, ciao.